Und da sind wir wieder zurück bei Horizon Forbidden West auf der Flucht vor den Cybermännchen aus der Zukunft. Naja, eigentlich aus der Vergangenheit. Nächste Theorie. Na gut, okay. Also das hartes Backup hat sich zumindest schon mal vergessen. Haben wir schon mal gegessen. Aber, ich glaube fast, dass das Leute aus Kryokapseln sind, die tatsächlich überlebt haben. Das irgendwie nicht so geil ist. Ich musste selber noch nachschauen, wie die einen Gegner hießen, die man in Zero Dawn besiegt hat. Verderber. Von den Verderbern haben wir auch ein paar Wracks draußen in der Wildnis gesehen. Diese Phantome, die uns jagen, sehen so ein bisschen aus wie wie weiterentwickelte Verderber. Bin mal sehr gespannt. Diese Phantome geben nicht auf. Ja, ganz sicher geben die nicht auf. Hier irgendwas? Das ist immer noch so ein Signal. Nicht identifiziertes Signal. Lüftung öffnen. Ich muss schnell schwimmen. Oh, da sitzen sie. Wo ist hier der Ausgang? Na gut. Ausgang? Ausgang? Ja. Wo war er? Knapp, aber geschafft. Bisschen dunkel hier. Sind scheinbar genau über mir. Zumindest verrät das Licht das. Mach die Tür auf. Hier ist ein Lüftungsschacht. Ja. Da ist ein Lüftungsschacht. Komm ich da einfach zu hoch? Nee, ich muss irgendwo... Da ist eine Leiter. Dann darüber, da hoch und rüber. Weia, ich möchte nicht wissen, was die Dinger aushalten. So, scannen wir hier nochmal eben kurz. Da ist ein Signal. Das unbekannte Signal. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Vorsicht. Das Wasser führt hierher. Vielversprechend. Ah. Das sieht mir nochmal nach einer Stelle aus, in der wir sprinten sollten. Da hinten ist irgendwas. Feuerglimmer. Achso, das sind diese Pflanzen, glaube ich, ne? Haben wir da. Sieht nach nichts aus. Okay. Machen wir mal das Beste. Feuerglimmer, da. Da führt der Weg hin. Da mal ganz schnell... Öffnen. Perfekt. Rost. Das
das war... Shongu. Ich bin hier. Ich muss... Hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast, muss er wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, kriech ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir. Gut. Dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger? Ärger haben die Utaru überall. Unsere Ernte ist verdorben. Unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen.
Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Jo. Was ist denn... Reden wir mal über ihre Kultur. Du hast dich Grabessängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Reh mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, Sau. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Reh und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert. Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Reh, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Reh und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern. Greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert. Doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus. Über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung für alle. Jetzt können wir kaum noch unsere Kinder ernähren. Muss die Überdüngung sein. Vielleicht wird es durch Sporen übertragen. Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alles. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich besucht, aber jetzt nicht mehr. Ohne die Erneuerungsrituale sind sie verfallen. Wie Reh. Sie sterben. Und mein Stamm mit ihnen. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja, einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat.
Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Reh beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden. Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Ja? Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Okay, alles verheilt. Das ging ja flott. So möchte ich auch mal meine Wunden kurieren. Einmal kurz ein paar Stündchen schlafen. Alles ist gut. Erhöhte Regeneration, Wolverine-Style. Ja, schön, 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 schön. Da sind wir wieder in einem neuen kleinen Städtchen. Und ich glaube, dass die vier Leute... Also, die eine ist, denke ich, mal ein Klon. Mal wieder. Ein weiterer Aloy-Klon. Oder beziehungsweise Elizabeth Sobeck-Klon. Und die anderen, glaube ich, sind halt eben noch ein paar von den Alten, also, wie sie so heißen. Sie ist irgendwie sanft. Vielleicht Teil der Programmierung. Und
Ja, die haben sicherlich in der Kryokapsel gewartet und sind dann irgendwann aufgewacht. Weil man weiß ja nicht, was mit der Odyssey passiert ist. Es kann ja sein, dass halt eben wirklich sie ihr Ziel erreicht hat, die Menschheit dort überdauert hat und jetzt die Menschheit sagt, wir wollen unseren Planeten zurück. Kann möglich sein, will ich aber nicht die Hand ins Feuer legen, weil es hieß ja, dass die Odyssey eine Katastrophe war. Dass da irgendwas passiert ist. Dass man nach, keine Ahnung, was war es, 100 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Ganz im Ernst. Wie soll man den Kontakt aufrechterhalten, wenn hier die Welt untergegangen ist? Schwierig. So, reden wir mal mit der Jägerin hier. Die hat Rohstoffe, Reinholz und solche Dinge. Hier haben wir eine Sidequest. Was willst du? Hey. Gibt es irgendein Problem? Das Problem sind Fremde. Du bist die zweite, die ich heute sehe. Je früher ihr geht, desto besser für das Land hier. Desto weniger übel das Wurzeln schlägt. Ich dachte, den Schmerz eures Landgottes zu lindern, hätte für ein wenig guten Willen gesorgt. Re wird sowieso sterben. Genau wie wir alle. In der Zwischenzeit kommen Fremde und rauben das bisschen, das wir haben. Wie diese Kaja-Jägerin vorhin. Gekleidet wie ein Vogel. Mit einem Utaro-Mädchen im Schlepptau, als wäre sie eine Sklavin. Nannte das Mädchen eine Drossel. Das habe ich noch nie gehört. Muss eine Art Kaja-Fluch sein. Moment. Eine Kaja-Jägerin mit einer Utaro-Drossel? Was? Führe ich Selbstgespräche? Ja. Hab sie heute gesehen. Rannten nach Südwesten. In den sicheren Tod. Da kann man keine Stachelfrucht ernten. Zu viele Maschinen. Armes Utaro-Mädchen, wer sie auch ist. Möge ihr Same fruchtbaren Boden finden. Es war nicht deine Absicht, aber du hast mir geholfen, eine alte Freundin zu finden. Danke. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich will ihn nicht. Okay, dann verreck halt eben. Wirst du heute großes Ding. Oder verkaufen. So, hier drüben haben wir noch unsere... Vorräte. Sehr gut. Wir müssten doch... Wir müssten doch eigentlich hier noch Vorräte haben vom Heiltränke herstellen. Oder nicht vom Heiltränke herstellen, sondern diese Heilkräuter. Rohstoffe, Metallknochen. Oder nicht? Weil wir haben doch bisher immer so viel von den Dingern gesammelt. Beutel-Upgrade-Rohstoffe. Nee, nicht lagern. Will ja mitnehmen. Achso. Vorrat. Wir sollten an den Chor glauben. Sag mal. Sie wissen, was für uns am besten ist. Reinklang ist nicht mehr unsere Heimat. Nicht, wenn es uns abweist. 20 Heilbeeren. Inventar. Werkzeuge. Worunter finde ich die denn? Rohstoffe. Heilung, Heilbeeren, 21. Bin ich blöd? Die müssen doch auch im Inventar zu finden sein. Was passiert, wenn ich jetzt hier... Nee, ich kann jetzt nicht einfach mich anfangen zu heilen. Werkzeuge. Hier habe ich Gesundheitstrank, Reinigungstrank, Sprengfalle, Ion, Rohstoffe, Werkzeuge. Warum finde ich hier nur die normalen Pflanzen? Warum finde ich hier nur die Beeren? Ich bekomme doch die ganze Zeit. Ich sammle doch diese Heilpflanzen. Und immer wenn ich diese Heilpflanzen sammle, bekomme ich doch keine Beeren. Ich muss Wahl und so in Reinklang treffen. Da. Den Chor fragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen.
Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Das sind die Bären. Aber als erstes sollte ich nach Süden gehen, um eine alte Freundin zu treffen. Schauen, was sie hier draußen tut. Doch, die Bären. So. Aufgefüllt. Und mich etwas umsehen. Jetzt die Frage, gehen wir lieber erstmal die Freundin suchen, die nach Südwesten gegangen ist? Oder gehen wir hier nach oben, nach Rheinklang? Ich finde, wir gehen erstmal kurz meine Freundin suchen. Weil vielleicht liefert uns das hier irgendwas. Und man weiß ja nie, warum die da ist. Ah ja, okay, alles klar. Ist das die, für die ich sie halte? Siehst du das, Milo? Du musst auf eine Chance warten. Willst du mitjagen? Jetzt fängt der Spaß an. Okay. Na komm, schieß das Ding ab. Und das auch noch. Flüchtet die gerade? Nein! Voll daneben. Da oben hockt ja auch noch einer von den Dingern. Na komm. Au. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Hinter mir! Was zum... Was war das denn für ein Move? Und komm, ich gebe ihm einen vernünftigen Kick. Geht doch. Oh, das sind die richtigen Feuervögel. Die kennen wir doch noch so. Öppa. Nicht erwischt. Oh, schnell weg hier. Und komm. Öpp. Scheiße. Ah, wie das Ding aber auch einfach reinhaut, obwohl wir schon aus dem Angriff sind. So, mach's kaputt. Nein! So, ich habe einen Resonatorstoß offen. Den versuche ich doch mal. Da ist er. Öpp. Gut gemacht. Du auch. Komm hier rüber. So, ich versuche die mal ein bisschen häufiger zu machen. Da sie ein Klon ist, denke ich mal, dass sie ein paar Verbesserungen gemacht hat. Nee, eben nicht, weil die Klone müssen nämlich 100% identisch sein mit Sobek. Weil sonst haben sie ja keinen Zugriff drauf. Also auf die Daten. Wenn da irgendeine genetische Änderung ist, dann passt der biologische Code nicht mehr. Und
dann war's das. Dann haben die halt eben keine... Dann ist das halt eben ein... ist das ein Klon, der gegebenenfalls aussieht wie... aussieht wie ein Klon von Elizabeth Sobeck. Aber der Klon ist halt eben nicht... Die Computer erkennen darin nicht die, die richtige Elizabeth Sobeck. Elizabeth. Dieschen. Sonnen habe ich Talana Khan Padish. Aloy, trotz der Nora. Die Bezwingerin des Rotschlunds. Die Retterin von Meridian. Milo ist meine neue Drossel. Sie kam kurz nach der Schlacht beim Turm in die Jägerloge. Sie hat von unseren gemeinsamen Jagden gehört. Ruh dich aus. Du solltest ein paar Heilpflanzen auf die Wunde legen. Was führt dich den ganzen Weg hier raus? Sind die Maschinen im Osten zu zahm für dich? Nicht ganz. Ich suche jemanden. Einen Kaja-Jäger, etwa mein Alter. Er heißt Amadis. Er kam vor einer Weile allein hier raus und wird vermisst. Oh, das klingt ja interessant. Dieser Mann, den du suchst, ist er noch ein Jäger der Loge? Er würde es hassen, das zu hören. Lange Geschichte, aber er war ein Adliger. Wir trafen uns in der Wildnis. Ich war schwer verwundet. Er heilte mich. Dann half er mir, die Maschinen zu stoppen, die ein Dorf in der Nähe bedrohten. Danach, trennten wir uns. Klingt, als wäre das noch nicht alles. Ach, ein andermal. Okay, ich habe mich gefragt, woher ich die kenne. Ich glaube, ich kenne die gar nicht richtig. Wenn die sagt, dass sie aus der Jägerloge kommt, dann sind das Quests, die ich nicht gemacht habe, weil ich die Jägerquest, es gibt in Meridian gibt es eine Jägergilde und da kann man halt eben ähnlich wie bei Monster Hunter dann Sachen abgeben und Sachen bekommen, also Aufträge annehmen und so weiter. Ist so ein bisschen so ein Daily Quest System und das steigert dann halt eben auch wird dann immer größer mit der Stufe, die man erreicht hat. Gut, Milou ist deine neue Drossel. Heißt das, dass ein Habicht jetzt mehr als eine haben kann? Die Dinge bei der Jägerloge haben sich geändert. Jetzt werden alle, die besten Jäger werden wollen, aufgenommen. Egal von welchem Stamm. Keine Sorge. Bist noch meine Lieblingsdrossel. Du machst echt eine Menge Wirbel. Wie ich versprach, als ich Sonnenhabicht wurde. Und was Milo angeht? Sie will die Jagd lernen, um ihrem maroden Clan zu helfen. Wie könnte ich das abschlagen? Bei unserem letzten Treffen hast du Meridian verlassen, um eine neue Maschine zu jagen. Das waren mehrere Krallenschreiter und ein Jägerkiller. Du hast gesagt, du fühlst dich rastlos. Ist es als Sonnenhabicht so langweilig? Ich hatte gerade die Stadt verlassen. Ich konnte die bürokratischen Regeln und Formalitäten einfach nicht mehr ertragen. Doch während der Zeit in der Wildnis wurde mir klar, dass die Loge mehr als eine glorifizierte Trophäenhalle sein muss. Unsere Jäger sollten die Speere sein, die Zivilisten schützen, wie mein Vater und Bruder. Klingt nach einer Herausforderung. Die anderen in der Loge waren nicht ganz so aufgeschlossen. Manche schon. Den Rest schmeißen wir raus. Und damit fange ich an, sobald ich Amadis gefunden habe. Klingt gut. Ich kann helfen, deinen Freund zu finden. Ich weiß, du hast deine eigenen Gründe, hier draußen zu sein. Aber ich würde mich über deine Hilfe freuen. Was hat er hier draußen gemacht? Er hat bei den roten Raubzügen jemand Geliebten verloren. Er wollte zum Schlachtfeld gehen, um ihn zur letzten Ruhe zu betten. Milo und ich waren gerade unterwegs dorthin. Das Schlachtfeld ist in der Nähe. Ich kann mit euch kommen. Nein. Geh nach Steinhall, heile, warte dort und denk über die heutige Lektion nach. Aber... Mit Schmerzen bist du keine Hilfe. Geh. Alle Jäger müssen sich ab und zu erholen. Ja, Sonnenhabicht. Es war mir eine Ehre. Wird sie klarkommen, ganz allein? Natürlich. Sie ist meine Drossel. Komm, zum Schlachtfeld geht's hier lang. So. Trotzdem loote ich hier nochmal. Sachen für den Vorrat. Dann folge mir. Ich folge dir. Dieses Schlachtfeld. Du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten.
Amadis gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Sind wir gerade einmal im Kreis Seitdem gelaufen? Ist er auf der Flucht. Wirkt ein bisschen. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Nebenbei, hier sind die Verderber. Keine Sorge, wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich finde, die Phantome sehen ein bisschen wie die aus, nur in upgraded. Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Ja, machen wir mal. So, einmal hier Fokus setzen. Tiefe Fußabdrücke. Aber das ist noch nicht alles. Was haben wir denn da? Nicht identifiziertes Signal. Vorratskisten. Bodenstängel. Noch eine Vorratskiste. Gucken wir noch mal, in welche Richtung führen die denn? Führen in diese Richtung. Ah. Was sagen denn deine Jägeraugen? Achso, Fußabdrücke untersuchen, sagen die. Tiefe Fußspuren, vielleicht Osaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osaram hier? Eine Kaja-Waffe. Die Klinge ist verrostet. Die muss von der damaligen Schlacht sein. Hm. Ein Lagerfeuer. Sieht frisch aus. Wie auch immer hier war, blieb mindestens eine Nacht. Wenn ich mir das so angucke, ne, dieses riesige Konstrukt da drüben, ist echt bedrohlich. Da ist noch was. Schwache Spuren. Nicht Osaram, vielleicht Kaja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Oh, Kalana, ich glaube, ich hab hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Oh, guck mal, ein Tornado. Hey! Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht Boah, ziemlich zieht verlassen rein. Aus. Die ganzen Verderber hier. Echt krass. Macht dieser Tornado irgendwas außer hier im Kreis drehen? Ich hoffe, der kommt mir nicht zu nah. Nicht vergessen, hier einsammeln. Wir könnten einfach nochmal unser Inventar voll machen an der Stelle. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat Gut. nehmen. So, hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Lohnt sich immer. Da drüben ist eine Höhle. Nee, da sitzt Taro. Jemand. Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat er Amadis gesehen. Fragen wir ihn. Lasst mich keine Angst. Ich bin kein Kaja-Hasser, nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel,
Ihr habt euch wohl verlaufen. Genau genommen suchen wir jemanden. Ein Kaja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Kaja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenakt zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenakt-Kerker. Oder Kaja-Friedhof. Je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osseram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld. Die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmanns Hall da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Oh, feier. Wenn wir die Karawane finden. Was ist denn das? Da nach hinten. Hier waren wir schon. Latopolis. Dann waren wir in der Latopolis. Ach so, na klar. Waren wir da? Wir haben hier ja die Werkbank und da sind wir diesen Weg hier lang gegangen. Das ist die Drecke, die Silence gelaufen ist. Alles gut. Wir waren da wirklich schon mal. Vielleicht Amadis. Los geht's. Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakt nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht, vielleicht. Mal schauen, was uns da erwarten wird. Oh, guck mal, ein Fuchs, lange nicht gesehen. Hallo, Fuchs. Der Hügel da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. So, ein Tunnel. Das macht doch die Sache noch viel interessanter. Hallo, Fuchsi. Ein nichterende Tiere. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Wollen wir es probieren? Komm, probieren wir. Noch keinen Plan. Er hat noch keinen Plan. Nicht nur, dass er noch keinen Plan hat. Ah. Ha! Panzerschnapper hat Schmerzen! Die Schildkröte glotzt doof durch die Gegend. Ist aber gar nicht so langsam unterwegs, ne, der Fette. Boink. Wo ist denn hier jetzt genau seine Schwachstelle? So, Schwachstelle. Reif. Reifpunkt. Schwach gegen Säure. Schwach gegen Säure. Ja, perfekt.
Er ist immer noch auf der Hut. Noch immer auf der Hut. Er inspiziert auch noch. Und ignoriert mich. Ah, das war gar nicht gut. Ich geb dir Deckung, Aloy. Lass mal hier weglaufen, bitte. Oh boy. Das war ganz schön haarig. Nein, hör auf, dich da irgendwo festzuhaken. Ich übernehme so lang. Da ist er. Du bist zurück. Bringe es zu Ende. Pack auf die Kiefer. Besser ist es, immer nach oben zu packen. Wo ist er denn hin? Da ist er. Geizen. Da. Der versucht unter mir rauszukommen. Und springen kann das fette Viecher auch. Ach, Scheibenklasse. Wollte ihn ein bisschen besser inspizieren. Damit ich vielleicht einen kleinen besseren Blick auf ihn bekomme. Okay, er versteckt sich. Ein Habit braucht seine Drossel. Wegen welches Ding. Ah. Das zwiebelt. Wo ist er? Ja, unter der Erde. Wow. Das war jetzt ein Treffer. Da kriegst du noch einen. Und... Au. 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 Wo kommen die Schüsse? Will ihn am Bauch erwischen. Ach shit. Der kann die Raketen schießen. Du machst dich doch nicht aus dem Staub, oder? Was? Ich nie. Ich niemals. Ein Habicht braucht seine Drossel. Leg welches das Ding um. Wir arbeiten doch dran. Friend.
So, und dann nochmal ein bisschen auf Säure gehen. Wie, dich hat's erwischt. Ist nicht dein Ernst. Ist wieder am Start. Ich halte sie auf, bis du zurückkommst. Glaubst du, du kannst ausweichen? Ich wollte diese Maschine nicht ohne dich erledigen. Ah. Vollkommen aus dem Off. Probier's mal. Mit einem Hieb ins Gesicht. Ah! Voll die Entfernung verschätzt. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. So, wo ist er denn? Da ist er. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Ach, komm schon. Jetzt aber. Fühlt sich gut an, wieder an deiner Seite zu jagen. Uff. Na los, gehen wir in den Tunnel. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Wie viele Pokémon-Attacken will er denn noch einsetzen? Ja. Einfach nur ja. Nicht schön, aber geschafft. Aber das ist ja immer so. Echt nicht davon ausgegangen, dass das so krass wird. Oh, Fuchs! Ich kümmere mich nur um Gegner, die ich auch besiegen kann. Wo sind weitere Füchse? Ist das ein Waschbär? Schaufler, Hydropumpe, Eisstrahl, Body Slam. Du hast Biss vergessen. Sieht aus wie ein Einsturz. Was ist mit der Karawane passiert? Sehen wir uns mal um. Vielleicht hilft dein zweites Gesicht. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. So, und hier ist zum Glück auch eine Feuerstelle. Uff. Perfekt, um hier einen Break zu machen.